Monate sind vergangen, aber hier ist es wieder. Und zwar eine neue Folge von Mario Kart 8 Online. Yay! Darauf haben alle gewartet. Wo ist die Facecam? Ich erzähle euch die wahre Geschichte. Eine Geschichte nach wahren Begebenheiten. Meine Facecam funktioniert nicht, wenn ich sie nicht in den PC einstecke, wenn ich ihn direkt zu Beginn anmache. So, da es halt eine begrenzte Anzahl an USB-Ports gibt, am PC logischerweise, dachte ich mir halt, ja, mache ich halt nicht. Und deswegen, ja, war ich halt zu faul, den PC, dankeschön, neu zu starten mit der Facecam drin. Und das ist der Grund, wieso es heute keine Facecam gibt. Ich war auch gar nicht geplant, Mario Kart 8 aufzunehmen. Ich bekam gerade so spontan der Gedanke, Alter, du könntest ja noch eine Folge Mario Kart 8 machen. Und zwar mit dem Thema Nintendo Switch. So, das passt nämlich ja auch gerade Mario Kart 8. Denn für die Nintendo Switch wird ja Mario Kart 8 re-released mit Mario Kart 8 Deluxe. Aua, das war nett von dir. Ja, richtig, richtig krasse Sache. Die Switch. Ja, da war am Freitag, also ich denke mal, ich lade das Video am Sonntag hoch, ich hänge am Samstag auf. Für mich gestern, für euch vorgestern, war halt die Switch-Präsentation und da hat Nintendo endlich mal die Karten auf den Tisch gelegt und voll viel Stuff zur Switch revealed. Das gab auch vor Ewigkeiten mal, okay, so lange ist auch nicht her, diesen einen Trailer da, wo man halt so ein bisschen gesehen hat, hey, Switch ist so ein Handheld- und Heimkonsolen-Teil und bla. Davor wusste man ja gar nichts. Und jetzt hat man mal eine komplette Präsentation gemacht. Mit Spielen, mit Release-Date und bla 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 bla. Das war klug von mir. Und das war jetzt von dir. Was passiert hier gerade? Egal, jedenfalls wollte ich heute mal darüber reden. Denn ich bin schon so ein bisschen gehypt auf die Switch. Vor allem auf die ganzen Spiele, die da vorauskommen. Da kommt nämlich einiges auf uns zu, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr nehmt es jetzt nicht übel, dass ich heute mal die Pausen nicht rausschneide, weil es ist halt besser für mich, wenn ich halt so im Redefluss drin bin und nicht immer so mehr merken muss, was hast du letztes gesagt, was wolltest du als nächstes sagen. Deswegen lasse ich jetzt mal hier diese Streckenauswahl drin und schneide nicht raus wie sonst immer. Habe ich die sonst rausgeschnitten? Ich weiß es nicht. Kann sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das nehme ich her. Egal. Jedenfalls. Wurde einiges angekündigt. Das, worauf ich mich wohl am meisten freue, ist ganz klar Zelda, was ja auch für die Wii U kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir Zelda für die Wii U kaufen werde oder ob ich mir direkt zum Release die Switch kaufen werde, weil ich will es halt voll gerne direkt im Release spielen, aber ich weiß halt nicht, ob ich genug Geld für die Switch haben werde, so. Und momentan sieht es eher nein aus, so zum Release-Zeitraum, deswegen... Ja, werde ich mir die Switch wohl nicht zum Release kaufen und deswegen, dass ich wenigstens Zelda spielen kann, weil auch definitiv ein Let's Play, Plan Let's Play, dass ich mir nicht Zelda kaufen kann, überlege ich es mir halt für die Wii U zu kaufen, weil ich weiß nicht, ob ich es machen werde. Ich weiß noch nicht. So, jedenfalls ist das Spiel, worauf ich am meisten freue. Ich war schon, vor dem Trailer jetzt hier mega drauf gehypt, schon seit der E3 und ich bin jetzt noch gehypter drauf. Man hat endlich mal so ein bisschen was in Richtung Story gesehen, in den Trailer. Das hat sich alles sehr interessant angehört. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe. Oh mein Gott, das ist das erste Zelda mit richtigen Voice Acting. Und dann haut Nintendo direkt rein und macht eine deutsche Sprachausgabe. Eine englische, eine russische, was weiß ich. Alles dabei. Was ich irgendwie ziemlich cool finde. Und die deutsche hört sich auch gar nicht mal so scheiße an. Es ist voll okay. Ich finde sogar teils besser als die englische. Also, logischerweise kann ich nur das beurteilen, was man davon gehört hat. Ist ja auch klar. ja, deswegen. Das sah alles schon und hat ja alles ziemlich cool angehört. Auch musikalisch. Boah, musikalisch war der Trailer. Oh, das war genial. Das war so. Boah. Ich habe schon in dem E3-Trailer die Musik mega abgefeiert und dann das, was hier musikalisch dabei war. Das war ja mega der Hammer! Und die Grafik ist weiterhin mega hübsch. Ich mag den Stil vom Spiel richtig gern. Das wird echt ein großartiges Spiel. Darauf freue ich mich. Es sah auch weiterhin richtig cool weitläufig aus. Ich freue mich schon richtig krass darauf.
die Welt zu erkunden, Geheimnisse zu finden, irgendwelche, was weiß ich, es ist einfach alles so genial aus dem, oh, es ist so super. Es war so super. Darauf freue ich mich mega krass. Und dann wahrscheinlich die bekannte Nintendo-Serie, logischerweise Mario. Da wurde ja auch endlich was zum neuen 3D-Mario gezeigt. Super Mario Odyssey. Und das sah auch ziemlich interessant aus. Also, die Gebiete sahen da auch ziemlich weitläufig aus. Es ist zum Glück kein 3D-World und kein Land. Also, versteht mich nicht falsch, ich mag 3D-Land echt gern. 3D-World nicht. Und, ja, das ist deswegen, ich bin so krass gehypt darauf, dass es halt kein 3D-World ist. Es ist so cool einfach nur. Es scheint wieder was anderes zu werden. Und das ist eine unglaublich tolle Sache. Es gab neue, interessant aussehende Collectibles, also keine, zumindest hat man keine Sterne oder sowas gesehen. Es gab so komische, lila Teile, die pro Welt anders waren. Die Welten sahen auch alle sehr interessant aus. Es gab so einen Wald, wo voll viel Mechanik-Teils drin war, so irgendwelche, was weiß ich, Metallplatten, so ein paar Roboter waren dabei. Und so. Es gab eine Großstadt, was sehr interessant aussah, wo auch komisch aussehende reale Menschen drinnen rumliefen. Das war irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ja, auf jeden Fall sah das ziemlich cool aus und ziemlich weitläufig und so. Darauf freue ich mich auch schon richtig, endlich wieder so ein paar Mario-Level zu haben, wo man halt wieder erkunden kann. Das ist ein Mario 64 oder ein Mario 64 so großartig, dass man halt da so, okay, nicht weitläufige Level, aber so ein paar Level, wo man so ein bisschen erkunden kann. Nicht jedes Level, das muss man auch dazu sagen. Zum Beispiel die Regenbogenraserei, da ist ja relativ schwer von einem Ort zum anderen zu kommen, weil es da halt keine Verbindungen zueinander gibt. Meistens, sondern halt alles nur so ein bisschen random in der Luft rumfliegt. Und ja, aber trotzdem, solche Welten wie Bob-ombs Bombenberg, es hat so viel Spaß gemacht, die Welten zu erkunden und so. Und ja, dass das jetzt hier auch wieder möglich ist, weil ich meine, in Sunshine ging das ja auch und Galaxy war dann wieder so ein bisschen linearer, vor allem Teil 2, deswegen, ich bin ein riesiger Galaxy-Fan, das versteht mich nicht falsch, aber das war halt ein bisschen schade an Galaxy, dass es teils relativ linear war. Es gab auch Bereiche, wo man voll viel erkunden konnte, aber einiges daran war auch so ein bisschen linear und das war halt so ein bisschen schade. Und deswegen freue ich mich halt umso mehr, dass man jetzt hier wieder voll viel zum Erkunden hatten, so. Das sah echt großartig aus. Deswegen bin ich da richtig gehypt drauf. Ich bin auch gespannt, was es mit Marios Mütze und sowas auf sich hat. Ja, die scheint ja irgendwie zu leben. Zumindest hat er die so Augen und so. Der hat auch Playtonic einen richtig geilen Tweet auf Twitter geschrieben. Hey, Nintendo UK, wir wollen unsere Glubschaugen wieder haben. Das war ziemlich witzig. Das war ziemlich witzig. Ja. Ach ja, okay. Jedenfalls sah das Spiel auch ziemlich großartig aus. Ich bin voll gespannt darauf, wie es im Endeffekt im richtigen Spiel sein wird. Das war ziemlich, ziemlich toll. Dann, was gab's noch Cooles? Splatoon 2. Oh mein Gott. Anfangs war ich ja nicht so was Splatoon-Fan, aber als ich dann spielen konnte, war das Spiel echt ziemlich cool. Und deswegen bin ich voll gespannt auf Splatoon 2. Es gab ja so ein paar Gameplay-Neuerungen und so. Es scheint neue Arenen zu geben und so weiter und so fort. Neue Waffen logischerweise. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel halt wird. Und ich bin auch gespannt, wie das in Richtung Story-Mode sein wird. Ob es einen Story-Mode geben wird, wie das sein wird. Ob es sich irgendwie an den von Splatoon 1, daran erinnert halt so ein bisschen ähnlich oder komplett anders sein wird oder so. Weil der Story-Mode von Splatoon 1 war halt schon, ja, er war ganz cool eigentlich. Die Story war halt nichts krass Besonderes oder so, aber, ach ja, genau. Story in dem neuen Mario-Spiel. Da sah auch einiges sehr interessant aus. Was hat es mit Bowser und Peach auf sich? Wieso hat Bowser einen Anzug an? Bowser hat auch irgendwas mit dem Hut, das war sehr spannend. Egal, Story-Mode in Splatoon, ich bin sehr gespannt, wie der diesmal umgesetzt sein wird, falls es einen gibt, weil es noch gar nicht bekannt und so, aber ich denke mal schon. Und ja, das wird ziemlich cool, denke ich. Da bin ich auch ziemlich gespannt auf Splatoon 2. Ja, was gab's noch?
so eine Sache, die so nebenbei angekündigt wurde, aber für mich richtig geil ist. Dragon Quest 10 und 11 kommen raus. Es ist zwar nicht bestätigt, ob es in den Westen kommt, aber auf jeden Fall in Japan. Dragon Quest 11 und 10. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich hoffe einfach mal, dass zumindest 11 zu uns kommt. Auf 10 kann ich verzichten, aber auf 11 nicht. Das wäre ziemlich cool. Und dann noch Dragon Quest Heroes 1 und 2 kommt für die Switch raus. Das wird ziemlich cool. Boah, Dragon Quest Heroes sind so ein cooles Spiel. Das ist auf der Switch zu spielen. Boah, das wird super. Darauf freue ich mich richtig krass drauf. Dann, was gab's noch? 1-2-Switch. So ein komisches... Ich weiß halt nicht mehr wirklich, was das ist. So ein Spiel, wo man halt irgendwie auf die Bewegungen der Mitspieler reagieren muss und so, dass da nicht so spannend aus. Es ist ein nettes Konzept, aber es wird kein krasses Spiel, glaube ich. Also, das werde ich hier wohl nicht kaufen. Außer es ist wieder bei der Switch dabei, so wie zum Beispiel Nintendo Land damals bei der Wii U. Aber wenn nicht, dann kann ich auch gut darauf verzichten. Es ist halt mega langweilig, glaube ich. Und interessiert mich halt kaum, deswegen, ja. Was gab's noch Spannendes? Es gab ein. Es wurde ein Fire Emblem. Ein Fire Emblem angekündigt, ein neues. Und zwar sowas wie Hyrule Warriors. Das könnte auch ganz spannend sein. Fire Emblem ist auch eine ziemlich coole Serie. Zumindest die Teile, die ich kenne. Ich kenne. Die Fate-Spiele und Awakening. Ja, da bin ich gespannt, wie das werden wird, das Warriors-Spiel. Ob es in Richtung Hyrule Warriors geht, das heißt, dass halt Charaktere aus alten Spielen und so vorkommen. Oder ob es eine komplett eigene Story und sowas haben wird, das weiß ich gerade gar nicht. Und eine Charaktere meine ich. Ich hoffe ganz normal, dass halt Charaktere aus alten Spielen aufeinandertreffen, aber es hat auch neue gibt. Wie in Dragon Quest Heroes. Da gibt es nämlich 4 neue Charaktere und halt Charaktere aus alten Spielen. Das ist ziemlich cool. Wenn sich halt Charaktere aus komplett verschiedenen Spielen halt treffen und halt miteinander was zu tun haben, die halt eigentlich normalerweise nichts miteinander zu tun haben sollten. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, dass es in diesem Spiel auch so sein wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, was gab's noch? Es wird ein neues RPG von den Prey for Default Leuten geben, was so einen Pixel-Stil hat. Das sah auch ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Bin ich mal gespannt drauf, wie das werden wird, weil Prey for Default und Prey for Second waren mega gute Spiele. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ja, wie vorhin schon gesagt, es gibt ein Mario Kart 8 Port mit neuen Strecken, mit Tian und so. Das wird auch ganz interessant. Ja. Skyrim wird auf die Wii U schaffen. Wii U genau, auf die Switch schaffen, meine ich. Das könnte auch ganz nett werden. Ich denke mal, ich werde es mir auch kaufen, um auch mal Skyrim kennenzulernen. Ich höre von voll vielen Leuten, boah, Skyrim ist so cool, aber ich hab's halt nicht, deswegen kann ich ja Sport teilen. Ich könnte es ja auf Steam kaufen, aber ja. Wenn es für die Switch kommt, dann spiele ich es lieber an der Konsole, ehrlich gesagt. Das ist halt so das Ding. Bin ich auch mal gespannt drauf, wie das wird. Und richtig krass. ja, es kommt FIFA für die Switch und so. Das wird doch auch richtig toll. Ja. FIFA. Wundervoll, ja. Egal, ja, also die Switch wird echt eine krasse Konsole, glaube ich. Aber das große Problem der Switch ist, dass halt viele Spiele erst irgendwie im Laufe des Jahres kommen und kaum was für den Launch da ist. Launch fällt mir gerade nur Zelda ein. Es gibt noch ein bisschen mehr, aber mir fällt gerade halt nur Zelda ein. Das ist ein bisschen nicht so gut. Da sollte eigentlich mehr kommen. Zum Beispiel kommt Mario erst zum Ende des Jahres. Und das ist halt so ein bisschen negativ. Er fällt gerade auf, dass dort an den Seiten der Wände Lakitos sind. Sehr interessant. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, auf die Switch, was alles so kommen wird und so. Aber die Präsentation hat mich voll und ganz überzeugt von der Switch. Es wird eine richtig tolle Konsole, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob ich mir zum Release kaufen werde, weil es ja ziemlich teuer ist eigentlich, deswegen, ja. Mal abwarten. So, dann war es von dieser heutigen Minecraft-Folge. Ihr könnt mir gern eure Meinung zu Switch in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, es wird eine ziemlich coole Konsole und ich bin gespannt, wie Nintendo das umsetzen wird. Ja, dann würde ich sagen, bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss.